Es ist die wohl am heißesten erwartetste Star Wars Serie jemals. Die Ahsoka Tano Serie startet im Spätsommer 2023 und könnte die wegweisendste und wichtigste Star Wars Serie überhaupt sein. Warum das so ist, was wir erwarten können und vor allen Dingen was auf euch zukommt, das alles jetzt im Video. Womöglich ist es Zeit für einen Neuanfang. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Die Ahsoka Tano Serie ist wahrscheinlich die Serie, die viele von euch da draußen am sehnlichsten erwarten. Kein Wunder, so ist die Togruta ja nicht nur mittlerweile ein unglaublich beliebter Charakter mit fast 15 Jahren Historie, sondern das Ganze auch in eine Live-Action-Serie verpackt, wo wir andere bekannte Charaktere, die wir bisher nur aus den Animationsserien kennen, wiedersehen dürfen. Doch das ist nur die Oberfläche von dem, was wir bei Ahsoka erwarten dürfen. Und genau darüber reden wir heute. Fangen wir also an mit der Ausgangslage. Was viele von euch da draußen sicherlich schon wissen, ist, dass die Ahsoka-Serie fast schon nahtlos an das Ende von Star Wars Rebels, einer Animationsserie, welche ursprünglich von 2014 bis 2017 lief, anknüpft. Die ganze Geschichte um Ezra, Sabine, Hera Syndulla, Kanan, Chopper, Zeb und Co., die wird in der Ahsoka-Serie hier an dieser Stelle in Live-Action adaptiert und insbesondere die Suche nach Thrawn und das Aufeinandertreffen genau mit diesem großen Kriegsadmiral werden wir hier thematisiert sehen. Ich brauche euch am allerwenigsten zu erzählen, wie wichtig Thrawn nicht nur für Legends, sondern mittlerweile auch für den Kanon ist. Er füllt die Rolle des Oberbösewicht, also des großen Antagonisten, absolut perfekt aus und wird jetzt auch bestätigterweise, wie schon lange auch spekuliert, von Lars Mikkelsen gespielt. Wo wir also sicher sein können, ist, dass Ahsoka hier von der Ausgangslage her viel mit den Emotionen als selbstverständlich auch so ein bisschen mit den Fanherzen spielen wird. Ich meine, seien wir ehrlich, wir werden alle mindestens diesen einen Moment haben, wo wir denken, geil, dass das jetzt endlich in Live-Action umgesetzt wird. Aber auch das ist nur die Spitze des Eisberges. Und jetzt kommen wir zum Thema das, was neu ist. Das, was jeden von uns an Star Wars seit ihrer Kindheit fasziniert, ist natürlich die Macht. Die Jedi, die Sith und wie damit umgegangen wird. Und hier schafft es Ahsoka tatsächlich, einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Begonnen hat das schon mit Morgan Elsbeth. Die haben wir ja schon in der zweiten Staffel des Mandalorianers gesehen. Und wir konnten so einigermaßen erahnen, durch diese anscheinend mit der Nachtschwester verbundene Untertanen von Thrawn, dass da einiges noch im Argen ist. Ebenso wissen wir, alleine durch den Trailer, dass die in Star Wars Rebels angesprochene Welt zwischen den Welten eine enorme Rolle spielen dürfte. Und spätestens seit dem Trailer, wo wir Shin als auch Baylan, die beiden dunklen Machtnutzer, zu der ich gleich noch komme, ein wenig weiter in den Fokus gerückt sind, können wir hier sicher sein, dass die Macht sicherlich von einer Seite angepackt wird und gezeigt wird, wie es bisher noch nicht der Fall gewesen ist. An den beiden Charakteren, Baylan und Shin, die anscheinend mit oder sogar unter Morgan Elsbeth arbeiten sollen, ist insbesondere ihre Vergangenheit interessant. Es gibt viele Leaks, Gerüchte und einiges davon soll sogar offizieller Natur sein. Die angeblichen offiziellen Bestätigungen sprechen davon, dass Baylan ein Überlebender Jedi der Order 66 ist und sich im Laufe der Zeit ins Exil zurückgezogen hat, dort von der Macht korrumpiert wurde. Kein Sith, um Gottes Willen, das erkennen wir auch an den nicht ganz roten Lichtschwertern, aber durchaus ein dunkler Jedi oder ein dunkler Machtnutzer geworden ist, der mittlerweile für oder mit Thrawn natürlich auch für seine eigenen Ziele arbeitet. Und wen das hier an Sabayoth, und den kennen viele Leute aus der Legends-Trilogie, erinnert, anscheinend scheint es schon der Fall gewesen zu sein, dass man sich hier Inspiration geholt hat. Und um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass man das nicht eins zu eins kopiert hat. Wirklich. Macht was Neues, aber zeigt ein bisschen Respekt vor den Legends. Auf der anderen Seite haben wir Shin. Das ist diese blonde Dame, die wir ebenso schon im Trailer gesehen haben. Und da gibt es zwei sehr, sehr interessante Fakten zu. Auf der einen Seite soll sie anscheinend mit den Nachtschwestern in irgendeiner Art und Weise der Beziehung stehen. Ob sie hier selbst eine Nachtschwester ist oder gewesen ist, wovon zugegebenermaßen einige Quellen sprechen, oder das aber eine andere Verbindung ist, das können wir an dieser Stelle noch nicht sagen. Aber Nachtschwestern-Magie in Live-Action wäre doch schon ziemlich interessant. Zudem müssen wir darauf zu sprechen kommen, welches Lichtschwert Shin schon im Trailer, also im öffentlichen Trailer, benutzt.
Findige Leute haben natürlich etwas genauer hingesehen und haben hier erkannt, das ist anscheinend Kanan Jarrus Lichtschwert, welches Gouverneurin Price an sich genommen hatte, nachdem Kanan Hera aus imperialer Gefangenschaft gerettet hatte. Übrigens solltet ihr euch die letzten Folgen von Star Wars Rebels in Vorbereitung auf die Ahsoka Tano Serie unbedingt angucken. Und wenn ihr Rebels noch nicht geschaut habt, dann solltet ihr das unbedingt nachholen. Denn das wird sehr wichtig für die Ahsoka Tano Serie. Andere Leute sprechen hier eventuell davon, dass Baylan und Shin vielleicht sogar Zeitreisende sind. Und warum das so sein könnte, auf jeden Fall rein hypothetisch, da müssen wir auch ganz kurz drüber reden. Denn was wir im Trailer schon gesehen haben, sind nicht nur alte Jedi-Tempel und verlassene Stätten von alten Ruinen, sondern auch ein kleiner Ausschnitt, in der Ahsoka Tano gegen Baylan, also den alten, dunklen Jedi, in der Welt zwischen den Welten kämpft. Im Hintergrund sieht man sogar ein paar Geräte mit Kabeln, die darauf vermuten lassen, dass Baylan hier in der Welt zwischen den Welten definitiv etwas vorhat. Vielleicht möchte er sie korrumpieren, vielleicht möchte er die Geschichte ändern. Denn wer Rebels gesehen hat, der weiß, auch ein Ezra Bridger stand kurz davor, in Sachen einzugreifen in der Vergangenheit, die er so hätte gar nicht verändern sollen. Und wenn Baylan und Shin das als Ziel haben, um vielleicht den Jedi-Orden wieder aufstehen zu lassen und die Order 66 zu verhindern oder noch ganz, ganz andere Sachen, na, da kann insbesondere mit der Macht einiges schiefgehen, wie wir wissen. Zudem wird natürlich auch die Suche nach Ezra einen ganz, ganz großen Punkt in der Ahsoka Tano-Serie einnehmen, denn das ist ja quasi die Ausgangslage, die von vorne als Prämisse im Raum steht. Thrawn und Ezra, die in den unbekannten Weiten dank der Purgils am Ende von Star Wars Rebels verschwunden sind, wiederzufinden. Was dieses ganze Konzept so unglaublich einzigartig macht, ist, dass man hier seit knapp 40, 50 Jahren die Macht und natürlich auch die Ortschaften, die man besucht, auf eine ganz, ganz neue Art und Weise beleuchtet. Doch das bietet auch einige Risiken, die wir nicht unerwähnt lassen dürfen. Insbesondere die Welt zwischen den Welten bietet so unglaublich viel Potenzial, interessante Geschichten und vor allen Dingen neue Geschichten zu erzählen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber mit den Möglichkeiten, die so eine Welt zwischen den Welten bietet, muss man unglaublich vorsichtig umgehen. Zeitreisen und Manipulation von einer in die andere Zeitlinie waren schon in anderen Franchises keine gute Idee, ob es jetzt Marvel, DC oder irgendwas anderes war. Kurzum, ein potenzielles Multiversum richtig zu handeln, ist mehr als nur schwer. Es gibt ja Leute, die seit 5-6 Jahren fordern, die Sequels irgendwo zu negieren und die Welt zwischen den Welten hier als Lösungsansatz sehen. Ich persönlich sehe das nicht so. Ich sehe es aber als Werkzeug, eben genau solche Geschichten zu erzählen, die potenziell etwas innerhalb dieser ganzen Star Wars Welt verändern können. Und das meine ich wirklich zum Guten. Damit könnte eine Bedrohung erschaffen werden, die wirklich ernst zu nehmen ist für unsere Protagonisten. Und, Ladies and Gentlemen, was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist die unbekannte Region. Eine Region, die wir im Star Wars Kanon bisher nur ganz, 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 ganz vage angedeutet bekommen haben und innerhalb der Bücher der zweiten kanonischen Thrawn-Trilogie wenigstens etwas weiter ausgearbeitet bekamen. Welche Anspielungen und Sachen jetzt hier noch von den Legends Thrawn-Trilogie, kanonische Trilogie und der zweiten kanonischen Trilogie von Thrawn übernommen werden, das ist an dieser Stelle noch nicht einmal erwähnt. Was wir aber zusammenfassen können. Ahsoka wird nicht nur für Star Wars Rebels-Fan eine Art Nostalgie sein und diese Story von Ezra Bridger auf einen Nenner bringen. Ahsoka wird vor allen Dingen wegweisend sein, wie das große Ganze irgendwo weiter seinen Weg nimmt. Wir wissen ja auch, dass Dave Filoni einen großen Film plant, der im besten Fall schon 2026 über die Leinwand im Kino dann flackern darf, welche das Mandoverse mit Ahsoka, mit Boba Fett, mit dem Mandalorianer, mit der Skeleton Crew auf eine große Linie bringen darf und ein riesiges Abschlussereignis vorbereitet. Und hier wird die Ahsoka-Serie, so glaube ich auf jeden Fall, wegweisend sein. Und so sehr persönlich ich auch den Mandalorianer und Co. liebe, es geht in Star Wars halt um den Willen der Macht. Es geht um die große Welt und den Fluss, wie sich diese Macht natürlich auch in Ereignisse manifestiert. Und da ist Ahsoka, die erste Live-Action-Serie, die wir fortführend haben, wo wir nicht wissen, worauf es hinausläuft. Und das, Ladies and Gentlemen, das macht das Ganze nicht nur enorm interessant, sondern potenziell auch vielleicht zur besten Star Wars-Serie bisher. Und in diesem Sinne, abonniert jetzt den Kanal und aktiviert die Glocke. Und das ist nicht die Ahsoka, die ihr sucht. Das ist nämlich meine. In diesem Sinne, ne? Ja, möge die Macht mit euch sein. Jetzt habe ich die Ahsoka hier so hergeworfen und habe ein schlechtes Gewissen.